diese ganze Propaganda, also ich nenne das Propaganda, warum glauben wir das mit dem Klima oder auch mit Zentralbanken und so weiter? Das ist der Ausfluss von Propaganda und da gibt es drei wichtige Elemente. Das ist einmal, ich muss die Meinungsführer überzeugen, also Wissenschaftler oder Journalisten. Es ist kompliziert, wie das geht, aber es funktioniert. Ich beschreibe das in dem Buch. Und wer nicht konform geht, wird halt einfach entlassen. Also Wissenschaftler werden weggemobbt, entlassen. Viele der Skeptiker sind schon in Pension, weil sie es sich dann erst erlauben können. Die berichten das auch offen, dass die Meinung unterdrückt wurde. Dann die ständige Wiederholung, das ist das Wichtigste. Die meisten Leute glauben das Klimamärchen, weil es ständig wiederholt wird. Es gibt überhaupt keine Fakten, die das stützen, es gibt keine einzige Studie, die das nachweist. Es gibt überhaupt keine Datenreihe, die zeigt, dass zuerst der CO2-Gehalt steigt und dann die Temperatur, sondern es gibt eine Datenreihe, die zeigt, dass es genau umgedreht ist. Alle längeren Zeiträume zeigen, dass es völlig unabhängig ist. Es gibt nicht den geringsten Beweis dafür. Wir glauben es einfach nur, weil es in der Zeitung steht. Und das Dritte, und das ist das Thema, ist, an Gefühle zu appellieren. Und gleichzeitig, das ist der schöne Trick bei dem Klimawandel, ist jemand, der dann sich dafür engagiert, also das CO2 zu bekämpfen, fühlt sich auch noch als guter Mensch. Weil man den ersten Teil der Fakten, nämlich den Anteil an der Luft, was CO2 betrifft, und deren anthropogenen Anteil, also der vom Menschen beeinflussten Anteil, in den wirklichen Zahlen komplett aus der Diskussion rausblendet, genau, und so tut, als ob eine Veränderung des CO2-Ausstoßes, eine Reduktion um 20%, die Erde irgendwo, ich sag das mal salopp, jucken würde. Genau, weil diese 20%, also das sind ja von 20% von 1%, das sind ja dann nur 0,2%. Ja? Ja, und das von 0,04, genau, oder 0,038%. Ja, also wir sind da irgendwo hinterm Komma. Ja. Das heißt, diese entscheidende Zahl wird verschwiegen. FAZ, Spiegel vor allem, aber auch Focus, alle anderen Zeitschriften, nie ist von diesen 0,038% die Rede. Und so kam ich drauf, dass ich mir sagte, Moment mal, warum erzählen die uns das nicht, dass das so wenig ist? Weil das steht in jedem Schulbuch, wie wenig das ist, wobei inzwischen nicht mehr. Inzwischen ist das auch gesäubert. Auch gesäubert, ja. Das sind wirklich Säuberungsmaßnahmen. Dann stellt sich heraus, dass ja praktisch alles gelogen ist. Also es wird auch nicht mehr wärmer, es wird seit 15 Jahren kälter. Wie spätestens in so einem kalten Winter wie jetzt, kommen bei einigen der Verdacht auf, da stimmt doch was nicht, zum Glück, ja. Wobei das nicht sagt, natürlich einen Ausschlag, aber es gibt eine eindeutige Tendenz, ja, dass 15 Jahren wird es kälter, das Polareis ist auf dem höchsten Stand seit den 70er Jahren, global, nur zufällig schmelzen die Gletscher in den Alpen ab, aber global nimmt es zu, die Eisbären vermehren sich wie die Karnickel und nicht umgedreht, die sterben nicht aus, die lutschen ja auch das Eis nicht, also einem Klimamärchen stimmt gar nichts, ja, um das zu verkürzen. Also muss es um mehr gehen. Und worum es dann eben geht, ist es, die Menschen zu kontrollieren, indem ich zum Beispiel die Energie verteure. Der Grüne oder der mit dem grünen Weltbild denkt auch noch, er bekämpft die, die eigentlich ihn finanzieren. Und die denken auch noch, sie kämpfen gegen die Energieindustrie. Das ist das Allerlustigste. Dabei hat die Energieindustrie diesen Schwindel erfunden. David Rockefeller, der erwähnte, ist einer der reichsten Banker der Welt und einer der reichsten Energieunternehmer der Welt. Der ist ja Anteilseigner an Exxon. Und man muss ja einfach nur auf die Webseite der Rockefeller Foundation gehen, überall verbreiten dieses Klimamärchen.